Всем привет, мои хорошие. Простите, что меня долго не было, но мне нужно было готовиться к экзамену на B1. Сейчас я его сдала. Результатов еще нет, они будут позже. И теперь мы можем с вами опять продолжать учить немецкий язык. И сегодня у нас последняя глава книги Аншу Сенслея. Мы сегодня мы с ней закончим. Итак, как обычно, слушаем аудио, а потом переводим текст. Поехали! Kapitel 9. Am Morgen steht Geier früh auf. Er bringt seinen Koffer und seine Papiere ins Auto, in sein Cabrio. Er ist sicher. Nach dem Frühstück bekommt er die Unterschriften unter den Vorvertrag. Aber der ist natürlich ein richtiger Vertrag. Er ist zufrieden. Er bekommt das Frühstück und den Kaffee von Frau Steinberger. Können wir dann den Vorvertrag unterschreiben? Fragt Geier nervös. Ja, aber ich muss noch in die Küche, bitte etwas später. Warum ist das denn so eilig? Denkt sie. Und Geier wartet. Er zählt die Minuten. Draußen hört er einen Wagen. Die Tür geht auf und da steht Ulrich Steinberger. Grüezi miteinander! Ruft er. Das ist nicht gut, denkt Geier. Ja, mein lieber Mann, du bist wieder bei uns. Wie gut, setz dich. Aber wie bist du zu uns gekommen? Rico und Miriam haben mich abgeholt. Da sind sie. Danke, ihr beiden. Dann sagt sie leise, Ulrich, da liegt ein Papier von Herrn Geier. Das ist nur ein Vorvertrag, nichts Gefährliches. Sie müssen nur unterschreiben. Ich muss nämlich weg, zurück nach Düsseldorf, sagt Geier schnell. Wir müssen gar nichts, sagt Ulrich ganz hart. Wir werden auf keinen Fall unterschreiben. Und unser Projekt, die Renovierung? Fragt Urs. Da haben wir seit heute eine bessere Lösung. Geier steht auf. Dann also nicht. Miriam, wir fahren. Hol deine Sachen. Ich fahre nicht mit. Ich bleibe hier. Ab sofort arbeite ich für Rico. Miriam sieht glücklich aus. Und was machst du dort? Käse? Interessanter Job. Nein, Marketing. Aber das ist nicht deine Sache. Grüße bitte Michalski. Er bekommt noch eine Kündigung von mir. Plötzlich steht Markus da. Liebe Freunde, ich glaube, ich habe den Täter. Das ist aber gut. Wunderbar. Super. Rufen alle. Nur nicht Geier. Der wird ganz blass vor Schreck. Und da ist der Pfeil aus dem Bein von Ulrich. Ich war gerade hinten. Ulrich, deine Armbrust ist wieder da. Und der Pfeil passt genau. In diesem Moment rast Geier hinaus, springt in sein Auto und fährt weg. Ihr seht, er war es. Ich rufe die Polizei an. Er kommt nicht weit. Markus war nicht so sicher, aber es hat geklappt. Die Ruhe im Haus ist jetzt wieder zurück. Da kommt aber die wichtige Frage von Urs an seinen Vater. Welche Lösung habt ihr denn? Am besten soll das Rico erklären. Dein Vater, Miriam und ich haben lange über euer Problem gesprochen. Ihr könnt nicht renovieren, weil euch das Geld fehlt. Mein Vater sagt immer, fremdes Geld bringt Unglück. Er macht eine Pause und sagt dann, also, unsere Familie kann euch das nötige Geld leihen. Viel ist es nicht, aber ich glaube, es ist genug. Was sagt ihr? Dorothee läuft zu ihm, umarmt ihn und muss weinen. Ulrich ruft, »Fremde Räuber in Uri! Nie mehr!« Axel Geier fährt schnell, zu schnell. Er kann nicht mehr normal denken. Das war es also. Ein Schuss ins Leere.
Vor ihm ist eine Kurve. Er sieht sie zu spät. Das Auto fliegt geradeaus, weit ins Wasser. Hier ist der Vierwaldstätter See am tiefsten. Ende. Итак, на этом все. Понятно, да, кто? Ну, мы и так с самого начала знали, кто это. Но они тоже узнали. Так, начинаем. Капитул 9, 9 глава. А Морган стоит Гайер фрю ауф. Утром встает Гайер очень рано. Ну, рано. Er bringt seinen Koffer und seine Papiere ins Auto, in sein Cabrio. Он приносит свой чемодан и свои бумаги в машину, в свой кабриолет. Er ist sicher. Nach dem Frühstück bekommt er die Unterschriften unter dem Vorvertrag, aber der ist natürlich ein richtiger Vertrag. Он уверен. После завтрака получит он подпись под преддоговором, однако это, конечно же, настоящий договор. Er ist zufrieden. Он доволен. Er bekommt das Frühstück und den Kaffee von Frau Steinberger. Он получает завтрак и кофе от Frau Steinberger. Können wir dann den Vorvertrag unterschreiben? Fragt Gaia nervös. Могли бы мы тогда преддоговор подписать? Спрашивает Гая нервно. Ja, aber ich muss noch in die Küche. Bitte etwas später. Warum ist das so denn eilig? Denkt sie. Да. Но мне нужно еще на кухню, пожалуйста, немного позже. Почему это так срочно, думает она. Und Gaia wartet. И Гайер ждет. Er zählt die Minuten. Он считает минуты. Draußen hört er einen Wagen. Снаружи слышит он машину. Die Tür geht auf. Дверь открывается. Und da steht Ulrich Steinberger. И там стоит Ulrich Steinberger. Grüße miteinander, ruft er. Всем привет, кричит он. Да, ist nicht gut, denkt Gaia. Это нехорошо, думает Гая. Ja, mein lieber Mann, du bist wieder bei uns. Да, мой дорогой человек, ты снова с нами. Wie gut, setz dich. Как хорошо, садись. Aber wie bist du zu uns gekommen? Ну, как ты к нам пришел? Рика und Miriam haben mich abgeholt. Da sind sie. Рика и Мириам меня забрали. Вот они. Danke, ihr beiden. Dann sagt sie leise. Ulrich, da liegt ein Papier von Herrn Gaia. Так, спасибо вам двоим. Затем говорит она тихо. Ulrich, тут лежит документ от господина Гая. Das ist nur ein Vorvertrag, nichts Gefährliches. Это только один преддоговор, ничего опасного. Sie müssen nur unterschreiben. Вам нужно только подписать. Ich muss nämlich weg zurück nach Düsseldorf, sagt Gaia schnell. Мне нужно уезжать назад в Дюссельдорф, говорит Гая быстро. Wir müssen gar nichts, sagt Ulrich ganz hart. Wir werden auf keinen Fall unterschreiben. Мы ничего не должны, говорит Ulrich. Очень жестко. Мы ни в коем случае не будем подписывать. Вот он за проект реновирунг, фрагт Урс. А наш проект ремонт, спрашивает Урс. Da haben wir seit heute eine bessere Lösung. Тут мы имеем сегодняшнего дня лучшее решение. Gaia steht auf. Dann also nicht. Miriam, wir fahren. Hol deine Sachen. Гайер встает. Тогда нет. Мириам, мы уезжаем. Собирай свои вещи. Ich fahre nicht mit. Ich bleibe hier. Я не поеду. Я останусь здесь. Ab sofort arbeite ich für Rico. С данного момента, да? С этого момента я работаю на Рика. Мириам sieht glücklich aus. Мириам выглядит счастливой. Und was machst du dort? Käse? Interessanter Job. И что ты там делаешь? Сыр? Интересная работа. Nein, Marketing. Нет, маркетинг. Aber das ist nicht deine Sache. Но это не твое дело.
Grüße bitte Michalski, er bekommt noch eine Kündigung von mir. Передай привет Михальски. Передай, пожалуйста, привет Михальски. Он получит еще от меня увольнение. Plötzlich steht Markus da. Liebe Freunde, ich glaube, ich habe den Täter. Неожиданно появляется Маркус, да? Он тут стоит. Дорогие друзья, я полагаю, у меня есть убийца. Ну, типа, я нашел убийцу. Da ist aber gut, wunderbar, super, rufen alle, nur nicht Kaya. Это же хорошо, прекрасно, супер, кричат все, однако не Гайер. Der wird ganz blass vor Schreck. Он становится полностью бледным от ужаса. Und da ist der Pfeil aus dem Bein von Ulrich. И тут стрела из ноги Ульриха. Ich war gerade hinten. Я был только что сзади. Ulrich, deine Armbrust ist wieder da. Und der Pfeil passt genau. Ulrich, твой арбалет снова здесь. И стрела точно подходит к нему. In diesem Moment rast Kaya hinaus, springt in sein Auto und fährt weg. В этот момент Гайер выбегает, прыгает в свою машину и уезжает. Так, bless for Schreck. Weißes Gesicht wegen einem Schock. Ну, белое от ужаса, это белое лицо из-за шока. Rast hinaus, lebt sehr schnell auf dem Haus. Выбегает, это бежит очень быстро из дома. Springen in. Это steigt schnell ein. Ну, запрыгивать, это быстро садиться в машину. Так. Is it ever S? Вы видите? Это был он. Ich rufe die Polizei an. Я звоню в полицию. Er kommt nicht weit. Он не уедет далеко. Markus war nicht so sicher, aber es hat geklappt. Markus не был уверен, но это получилось. Die Ruhe im Haus ist jetzt wieder zurück. Спокойствие в доме снова вернулось. Da kommt aber die wichtige Frage von Urs an seinen Vater. Тут приходит, однако, важный вопрос от Урса своему отцу. Welche Lösung habt ihr denn? Какое решение у вас есть? Am besten soll das Rico erklären. Лучше всего пусть должен это Рико рассказать. Dein Vater, Miriam und ich haben lange über euer Problem gesprochen. Твой отец, Miriam и я очень долго о ваших проблемах говорили. Ihr könnt nicht renovieren, weil euch das Geld fehlt. Вы не можете ремонтировать, потому что вам не хватает денег. Mein Vater sagt immer, fremdes Geld bringt Unglück. Мой отец все время говорит, чужие деньги приносят несчастье. Er macht eine Pause und sagt dann. Он останавливается, делает паузу и тогда говорит. Also, unsere Familie kann euch das nötige Geld leihen. Итак, наша семья может вам необходимые деньги занять. Viel ist es nicht, aber ich glaube, es ist genug. Was sagt ihr? Это немного, однако я думаю, что этого достаточно. Что вы скажете? Dorothea läuft zu ihm, umarmt ihn und muss weinen. Dorothea бежит к нему, umarmt. Это обнимает. Обнимает его и плачет, да? Muss weinen, но это типа плачет, да. Ulrich ruft fremde Räuber in Uri nie mehr. Ulrich кричит, чужие грабители в Ури больше никогда. Алекс Гая фэрт шнель. Цу шнель. Алекс Гая едет быстро. Слишком быстро. Er kann nicht mehr normal denken. Он больше не может нормально думать. Das war es also. Ein Schuss ins Leere. Это было так. Выстрел в пустоту. Vor ihm ist eine Kurve. Er sieht sie zu spät. Das Auto fliegt geradeaus weit ins Wasser. Перед ним поворот. Он видит его слишком поздно. Машина летит прямо. Далеко в воду. Hier ist der Vierwaldstättersee am tiefsten. Ende. Здесь самая глубина
Фейервальдштеттезе, ну, этого озера название. Итак, наверное, он утонул. Хотя у него кабриолет, может быть, он выбрался, и его потом схватила полиция. Мы не знаем, как это закончилось. Ну и так, на этом была наша книжечка на уровень А1, А2. Пишите в комментариях, что вы хотите почитать в следующем, на какой уровень. И мы увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч, пока-пока!